Und es geht wieder weiter mit Minecraft. Jetzt machen wir eine Höhle nach Kundung. Gut, was haben wir denn dabei? Ich muss mal schnell schauen. Und zwar muss ich schnell was mitnehmen. Und zwar brauchen wir natürlich mehr Holz. Zumindest wir haben nur 35 Bretter. Das ist natürlich sehr wenig. Ich glaube, ich sollte mir ein paar Äxte herholen. Haben wir Äxte irgendwo? Ich schau mal schnell die Kisten alle an. Moonstones sind es, genau. Ah, fressen brauchen wir, das ist auch wichtig. Wir haben ja hier ein paar Suppen. Ja, dann nehmen wir die Steaks und die Schweinefleisch auch noch mit. Die Äpfel lassen wir noch da. Sogar brauchen wir eigentlich nicht, Laub auch nicht. Säpplinge brauchen wir ebenfalls nicht. Was haben wir hier drin? Ah, eine Angel und eine Hacke. Ich glaube, bei dir hackt's wohl, oder? Eisen, das lassen wir hier. Flint und Gravel lassen wir auch hier. Jetzt sag ich schon Gravel, ich wollte Gravel sagen. Ich wollte nie Gravel in dem Let's Play sagen. Gott, ich schaue zu viel Gronkh Minecraft Let's Play. Okay, wie spät ist es? Es wird Nacht. Ja gut, tun wir noch ein bisschen Holz hacken. Holen wir uns erstmal eine Axt her. Ach, wir haben schon eine. Naja. Machen uns eben noch eine. Oder am besten zwei. Wir haben hier zwei Stück. Stöcke. Schon ins Inventarfeld gelegt. So, legen wir die noch im Slot rein. Okay. Gentlemen. Du bleibst hier drin. Da ist jemand ausgebüxt. Komm, du bleibst jetzt da drin. Aha. Das Telefon bei mir. Okay, diese Ranken machen wir auf jeden Fall weg. Ihr habt gerade gesehen, warum. Die Schafe können dadurch ausbüchsen. Und du gehst jetzt schwimmen. Stirb. Blink. Mann, hoffentlich hört das jetzt gleich auf. Oder mein Vater geht gleich an. Ganz schön nervig. Hoffentlich hört er das Telefon nicht. Ich glaube aber schon. So, sollen wir gleich die Samen ein bisschen mitnehmen. Hier ein bisschen Verwaltung machen. Zack, wir sollten uns mal auch eine richtige Getreidefarm zulegen. Weil das ist ja nichts, hier ständig da am See da zu arbeiten oder am Meer mit diesen improvisierten Feldern. Und das sollten wir unbedingt auch noch ebnen. Das ist ja eins höher, als es eigentlich sein sollte. Müssen wir immer die Treppe nehmen und das sieht auch ein bisschen komisch aus, das mit der Erde hier. Nun dann, Schlafenszeit. Das kann noch ein bisschen dauern. Haben wir noch was dabei? Also am nächsten Tag werden wir Holz sammeln gehen. Genießen wir noch schnell die schöne Landschaft hier beim Sonnenuntergang. Ach, wie schön die Schafe. Und da hinten, was ist denn da hinten? Ist es ein Tiger-Biom? Da hinten, da wo das Fadenkreuz das gerade zeigt. Kann man jetzt pennen? Nein. Und es wird dunkel. Die Sonne geht unter. Ach, wie toll. Okay, morning, good morning. Zeit für Frühstück und zwar hier ein Schweinefleisch. Nee, hier, nein, natürlich nicht. Wir haben hier noch jede Menge Hungervorräte übrig. Den Baum sollten wir wegholzen, der sieht scheiße aus. Oder wir sollten ihn vielleicht anzünden, weil ich hasse es, so hohe Bäume an einem zu behalten. Ja, ich glaube, den zünde ich an. Dazu brauchen wir Feuer. Wie kriegen wir Feuer? Na, ihr Raucher, wie kriegen wir Feuer? Ganz richtig, mit einem Feuerzeug. Und zwar werden wir uns jetzt ein Feuerzeug craften. Und zwar brauchen wir dafür Feuerstein und Eisen. Okay. Dann machen wir es einfach mal so, zack. Und wo ist die Flint? Hier, hier ist die Flint. Nein, ich mach's falsch. Normalerweise mache ich es doch immer richtig, aber jetzt habe ich es falsch gemacht. So. Jetzt haben wir ein schönes Feuerzeug und damit zünden wir jetzt den Baum an. Und ersparen uns die Arbeit, den hier abzuholzen. Weil sowas hasse ich, so fette Bäume, die da so hingeklatscht sind. Da wünsche ich, ich hätte den Timbermod installiert. Aber leider gibt es den, glaube ich, noch nicht geupdatet für 1.2.5, sondern nur für 1.2.4. Kann doch sein, dass es mittlerweile schon einen neuen gibt, aber wo ich mich erkundigt habe, da gab es den noch nicht. So, hier noch ein bisschen Feuer.
Feuer, den brauchen wir eh noch, um ein Portal anzuzünden. Na, jetzt aber hier noch. Okay. Feuer, Feuer. Unser Haus kann nicht anfackeln, weil es ja aus Stein gebaut ist, bis auf das Dach. Das kann vielleicht angezündet werden. Das wäre dann nicht so cool. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Oh mein Gott, das Dach brennt! hier ist das Ganze noch rein. Und jetzt auch Holzfällen. Welche Bäume sterben denn uns? Da wir uns hier noch ausbreiten wollen, sollten wir vielleicht hier ein paar Bäume noch abholzen. Da können wir vielleicht auch noch später ein etwas größeres Feld hinbauen oder vielleicht einen Zuckerrohr farben. Mal schauen. Auf jeden Fall ist jetzt Holzhacken angesagt. Dann, Holz, Holz, Holz und ein Sapling ist da runtergefallen. Ist ja toll. So. Ich möchte einen Stack haben, dann können wir eine Höhlenerkundung machen. Und hier ist diese Fackel, ja, sag ich mal, diese Fackelspur, die uns zu den Tieren bringt, die wir gefunden haben und eingesperrt haben, wo wir eins getötet haben, das leider ausgebrochen ist. Vor ungefähr 7 Minuten. Ach, das arme Schaf, das war auch so jung und dann haben wir es getötet. Dabei mag ich doch Schafe. Naja, ich töte nicht gern Schafe in Minecraft, aber manchmal muss es sein. Damit die anderen es lernen. Nicht wahr, ihr zwei? Scheiße, wir haben eins vermehrt und jetzt haben wir wahrscheinlich das. Wir haben sie eins gezüchtet und jetzt haben wir eins wieder getötet. Das würde ich damit sagen. Wir sollten vielleicht wirklich ein größeres Feld bauen. Vielleicht sollten wir hier die ganze Fläche für eine Farm verwenden. Das wäre auch eine Überlegung. Und vielleicht noch den See hier integrieren. Mal schauen, wie sich das so alles entwickelt. Wir haben jetzt Zeit in Minecraft, nämlich nur 100 Parts. Vielleicht mache ich sogar länger, wenn es mir richtig Spaß macht, Minecraft, dann mache ich vielleicht das LP länger, aber mal schauen. Also momentan macht es nicht so hundertprozentig Spaß, aber es macht schon Bock. So, hier noch ein paar bisschen Holz. Gleich haben wir ja schon einen Stack, den halben Stack haben wir ja schon. Und die Blätter fallen hier auch gleich runter. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar Äpfel, wie hier zum Beispiel. Hier liegt einer. Zack, Apfel. Erstmal den einfach mal. Ein Apfel füllt aber nicht viel auf. Was ist das denn? Ein Wasserbaum. Liegt da noch was auf dem Boden? Hier vielleicht noch ein paar Säpplinge? Nein. Dann machen wir uns hier richtig schön bequem am Sumpf. Und hier sind immer noch ein paar Überbleibsel. Sowas mache ich gar nicht. Wo haben wir denn Erde? Ja, ich brauche Erde, um das anzufackeln, aber das machen wir irgendwann mal, wenn wir Zeit haben. Hier vielleicht noch das Ding weg. Zack. Oh, kein Seed. Schade. Das war bestimmt ein Enderman. Haben wir Holz, Erde? Nein. Ich habe ja gerade geschaut, warum frage ich? Egal. Holz, Holz hacken. Holz hacken. I am a good Holzfäller. Flachwitz. Nein, war kein Flachwitz, das war ein Lame-Witz. So, hier noch diese Blätter da weg. Fliegende Blätter! Das ist das Realistische in Minecraft. Es gibt fliegende Blätter. Und hier haben wir noch einen Gigabaum. Hey! Creeper! Oder ist es die Musik? Oder meine Phobie? Oder beides. War bestimmt beides. So, haben wir ja alles. Ist da noch ein Holzstück? Ist es Holz? Nein. Sieht, wegen dem Schatten sah es so dunkel aus. Deswegen dachte ich gerade, es wäre Holz. Hier haben wir noch ein paar Pilze. Was haben wir denn da? Okay, es war ein Creeper. Hallo? Oh nein, da hat sich was bewegt. Habt ihr es gesehen? Oh, eine Höhle. Vielleicht nehmen wir die dann unter die Lupe. Aber jetzt noch nicht. Jetzt haben wir noch Friede, Feuer, Eierkuchen. Diese Höhle will ich vermeiden. Hoffentlich kommt da nichts raus. Oh, meine Phobie macht sich bemerkbar. Mein Skelett, Creeper, Zombie-Phobie.
Oh, jetzt haben wir hier jede Menge schon abgeholzt. Ich hätte vielleicht doch noch nach dem Filmemod schauen sollen, bevor wir hier anfangen weiterzumachen. In Minecraft. Minecraft. Ja, die Minecraft. So, dann nehmen wir Scheiße, ey. Fuck da, ey. So, dann sind wir jetzt. Haben wir hier noch ein bisschen Holz verbraucht? Ne, Anwendung von einer Holzaxt verbraucht. Ne, das ist eine Steinaxt. Haben wir eben eine Anwendung verbraucht oder zwei, aber was soll's. Hauptsache, wir haben jetzt hier das ganze Holz und der Baum ist weg. So, ich glaube, ich werde mir dann diese Höhle da anschauen. Das wird auf jeden Fall spannend. Und ich habe jetzt schon Angst. Hey Kevin, du bist voll ein Weichei, weißt du das? Ja, ich weiß. Jetzt habe ich sogar ein bisschen mehr Holz, damit ich mich dafür drücken kann. Okay, es hilft nichts, wir müssen endlich mal Eisen und so holen. Aber vielleicht sammeln wir noch schnell die Blätter ein. Genau, wir sammeln hier noch schnell alle Blätter ein, die da in die Luft fliegen und machen das da weg. Nee, wir haben Spaß. So übertrieben. Hey, ein Apfel. Apple. Ja, hier ist noch ein Apple. Hier liegt ein iPod von Apple. Hahaha. So, hier ist Clay. Sollen wir die Clay auch noch mitnehmen? Ja, komm. Ich drücke mich hier jetzt einfach, ne, um euch zu ärgern. Nee, Spaß, aber sonst vergessen wir es halt nur. Deswegen nehme ich die Clay jetzt noch mit. Hey! Hey! Ach, verdammt. Jede Clay ist wichtig. Jede einzelne Clay. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mich drücken will. Ah, so ein Kumpel in Steam ist online. Ich glaube, Steam sollte ich mal beenden. Wenn er mich anschreibt, das wäre extrem ungeil. Ach so, er spielt. Okay. Er spielt gerade irgendwas. Ich höre einen Zombie. Egal. Ich will weg von hier. Zombie-Geräusche machen mir Angst. Ich habe bloß die Befürchtung, dass uns die Nahrung ausgehen könnte. Wir sollten vielleicht wieder ein paar Pilzsuppen machen. So. Haben wir denn... Ja, hier ist Knochenmehl von Skeletten. Pilz und Pilz. Eigentlich brauchen wir dafür eigentlich nur einen. So, dann da und da. Dann machen wir es hier so. Dann brauchen wir noch die Schüsseln, die wir hier irgendwo haben. Da, genau. Schüssel. Zack. Und jetzt ab nach oben. Was haben wir hier eigentlich? Erde und Cobblestones, oder? Ja, Pflasterstein. Ich glaube, bei den Schildern sollte ich die Ranken wegmachen, sonst sieht man das nicht. Aber es sieht doch ganz gut aus. Sieht richtig, richtig kryptamäßig aus. Okay. Es wird Nacht. Erneut. Und im nächsten Tag geht's los. Der Horror. Und warum kann ich den Pilz nicht pflanzen? Liegt's vielleicht, weil ich in einem Sumpfbiom bin oder sowas? Warum geht es nicht? Ich drücke hier linke Maustaste, rechte Maustaste, hört das? Nichts tut sich. Vielleicht liegt es daran, dass wir auf dem Sumpfbiom sind. Oder ich versuch's mal mit dem Erdblock. Hey, Kohle, mitnehmen. Hey, noch mehr Kohle, mitnehmen. Naja, jetzt heißt's wieder warten, warten, warten. Ich habe ins Bett gemacht. Nee, Spaß. Aber warum geht es nicht? Ich versuch's mal mit einem Erdblock. Vielleicht geht's ja. Dann. Hier ein Erdblock. Den legen wir in den Slot. Die Äxte kann ich eigentlich da lassen. Du musst wieder in die Krimskrams-Truhe rein. Nein, Erde brauchen wir. Ach, egal. Komm. Ja, da kommen die Pflastersteine. Brauchen wir auch. Äpfel. Lass mir hier Wolle. Lehm lassen wir hier, Säpplinge oder Seeds lassen wir hier, Setzling lassen wir hier, Schüsseln brauchen wir, Schwert brauchen wir, die Äxte brauchen wir überhaupt nicht.
Holz brauchen wir auf jeden Fall. Ein bisschen Holz lasse ich da. Okay. Aber ich habe echt die Befürchtung, uns geht die Nahrung aus. Wir haben nur ein paar Suppen, deswegen, ja, gut. Warum sage ich das eigentlich? Wir tun ja jetzt ein paar Pilzsuppen herstellen. Aber die Pilzsuppen, die rauben halt noch ein bisschen Inventar in unserem Slot. Ne, es geht auch nicht. Vielleicht müssen wir in einen anderen Biom rein. Dazu nutze ich jetzt F3, da werdet ihr jetzt gleich meinen Sieg sehen. Okay, wir sind in einem Sumpfbiom. Steht da Swamp. Englisch für Sumpf. Deswegen laufe ich jetzt in ein anderes Biom rein. Am besten in dieses Meeresbiom. Und meine Stimme ist irgendwie so, irgendwie so komisch. Und schon wieder ist ein bisschen Getreide nachgewachsen. Ja, gehen wir schnell ins Tiger-Biom oder Ding halt. Oder wir können ja eigentlich gleich loslegen mit dem Höhenerkunden. Auch wenn wir uns nicht so hundertprozentig vorbereitet haben. Aber das passt schon. Das passt schon. Geht's hier? Nein. Vielleicht muss es an einer dunklen Stelle sein. Nee, geht auch nicht. Und ich habe mal wieder kein Bett mitgenommen. Ist ja super. Aber wir haben eh gerade gepennt. Das passt schon. Und wenn nicht, dann kämpfen wir uns halt durch die Nacht durch. So, hier ist der Tiger-Biom. Geht's hier? Auch nicht. Warum geht es nicht? Warum kann ich den Pilz nicht vermehren lassen? Vielleicht weil kein Platz ist für den Pilz oder was? Also mal ernsthaft, warum geht es nicht? Kann mir das irgendjemand erklären? Also ich weiß jetzt echt nicht, warum das jetzt nicht geht. Seufz. Naja, aber trotzdem werde ich jetzt, obwohl wir keine Nahrung haben, oder sagen wir wenig Nahrung, nur 5 Steak und 2 Pilzsuppen, 3 Pilzsuppen. Ich könnte nochmal bei der Spinnenfalle nachschauen. Vielleicht haben wir ja da noch was zum Fressen. Na, ihr Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Ja, genau, ich rede von euch. Wir können Spinnenaugen essen, aber die vergiften uns nur. Na, ihr Spinnen. Können wir eigentlich auch mal ein bisschen verschönern? Das wollte ich ja mal machen, ne? Bin noch nicht dazu gekommen. Ach, wir haben noch so viel vor in Minecraft. Na, du, willst du spielen? Willst du spielen mit mir? Ich will auch mit dir spielen. Warte mal schnell. Na komm her. Ach, du hast einen Kumpel mitgebracht. Na dann. Also ich sollte vielleicht die komplette Decke hier aus Glas machen, damit ich die Spinnen immer sehe. So. Hier ein bisschen Experience, obwohl wir noch keinen Enchantment Table haben. Dafür brauchen wir Diamanten. Und Obsidian. Und das ganze Zeug, das wir nur in Höhlen finden. Deswegen möchte ich ja jetzt eine Höhlenerkundung machen. Okay, haben wir ein Bett dabei? Nein. Und wie spät ist es? Es ist Mittag. Nun gut, dann hole ich mal schnell das Bett und dann können wir loslegen. Wo geht's denn jetzt lang? Hier ist das Sumpfbiom. Ah, du willst mich wohl aufs Glatteis führen, was? Jetzt halte ich mal ein bisschen Ausschau nach Fliegenpilzen, damit wir uns wenigstens ein paar noch craften können. Wir haben hier ein Seeplatz-Ding gebaut und wir nutzen den nicht. Und wir haben jetzt schon Hunger, also wir brauchen unbedingt Nahrung. Weil die Pilze sich nicht mehr vermehren lassen, ich habe keine Ahnung. Normalerweise kann man sie ja pflanzen und dann mit einem
Knochenmehl vermehren, aber ja. Ist das da hinten ein Fliegenpilz? Ne, das ist nur Erde, okay. Oder sollen wir uns vielleicht doch zuerst noch ein bisschen was aufbauen? Naja, nehme ich hier erstmal das mit. Wir brauchen Nahrung, was wir kriegen können jetzt gerade. Und jetzt gerade habe ich nur ein paar Samen bekommen, weil sie noch nicht reif genug waren. Ist ja toll. Aber die sind reif. Das ist reif. Das ist reif, ne? Ja. Toll, aber vom Brot wird man ja auch nicht satt. Wir können ja auch noch ein paar Fische herholen. Dann müssen wir eine Angelstunde machen. Ein Angelstündchen. Ja, sorry, ich habe euch zwar im letzten Part gesagt, wir machen eine Höhenerkundung und so und so fort und... Aber wir brauchen Nahrung. Deswegen holen wir uns jetzt ein bisschen Nahrung. Wir können ja währenddessen noch ein bisschen Kuh schlachten gehen. Haben wir dann noch was zum Fressen. Die Äpfel möchte ich ungern verwenden, mit denen kann man goldene Äpfel herstellen und die sind viel besser. Wo ist denn die Angel? Wir haben ja vorhin eine Angel gehabt, hier im Werkzeugkasten. Hier eine Angel. Okay. Dann hole ich mein Schwert noch her und dann tun wir noch ein bisschen Kuh jagen. Ja, ihr Schafe. Ja, nehme ich das Bett hier wieder mit. Ding dong. Und jetzt da folgen wir wieder den Fackeln zu unserer Tierstelle. Dam, 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 dam. Ach, wie schön, ich mag die Playlist richtig. Ein Schaf. Ein graues Schaf, ne? Kein schwarzes Schaf. Und da sind die Kühe. Und Fliegenpilze. Ist ja toll. Jetzt können wir uns wieder ein paar Suppen herstellen. So. In Höhlen kann man auch Pilze finden, aber die sind dann eher selten. Tut mir leid, Kuh, du musst sterben. Damit ich überleben kann, ist das Gesetz der Natur. Nur der Stärkere überlebt. Und mit dem Leder können wir auch noch gleich eine Lederrüstung herstellen. Um uns vor feindlichen NPCs zu schützen. Das Schaf lasse ich leben, weil ich mag Schafe. Die töte ich ja so ungern, wie ich schon gesagt habe. Außer wann haben wir den Part angefangen? Vor 20 Minuten, glaube ich. Wo sind denn noch? Da ist ein Schwein. Du Schwein, du! Komm her! Du stirbst jetzt auch, du Schwein! Schweine! Hund! Haben wir unseren Hund? Nein! Und hier ist noch eine Kuh! Du blöde Kuh! Mu! Die Kuh macht Mu! Und die blöde Kuh, das bist du! Okay, schnell ratzen gehen, bevor es Nacht wird. Wir sollten auch nicht rennen, denn durch Rennen kriegen wir noch mehr Hunger. Wie viele Steaks haben wir denn jetzt? 8 Stück, okay. Das müsste reichen fürs Erste. Wir haben ja noch ein paar Pilze, nämlich 6 Stück. Die müssen reichen für eine Erkundung. Und dann muss ich euch sagen, dass es erst im nächsten Part losgeht mit der Erkundung. Diesen Ort wollte ich vermeiden. Hallo, ist da jemand? Nein. Jetzt aber schnell! Ich nehme die Beine in die Hand. Schneller, schneller, schneller. Ich sollte auch nicht springen, denn das kostet noch mehr Kraft. So, hier. Man kann, eigentlich ist es ja nicht Hunger, sondern eher Energie, würde ich sagen. Weil wenn man springt, dann verliert man Energie. Wenn man nichts isst, verliert man Energie. Dann müsste man theoretisch auch durch Pennen Energie generieren können. Naja, na ihr Schafe, schaut auch ruhig aufs Meer raus. Ein bisschen mehr Luft, Meeresluft ist gesund und tut's gut. Ja, ich lebe ja leider nicht am Meer. Ich lebe eher in den Bergen, in den Alpen. Ich bin ja Bayer oder so, aber ich stehe nicht auf Bayern München. Im Gegenteil, ich hasse Bayern München.
Meine Mannschaft ist FC Augsburg. So. Ja, jetzt müssen wir warten, bis das Rindfleisch gebraten ist. Und dann können wir ja auch schon eine Hülle suchen. Ja, was machen wir jetzt da derweil? Wir können uns hier um die Erde kümmern. Das hier ein bisschen. Oder ums Dach. Wir haben ja sehr viele Möglichkeiten. Oder hier vielleicht ein bisschen ernten oder Fische sammeln. Also ja. Fische sammeln wäre sogar noch das Bessere. Klar, dass man keinen Zucker essen kann. Und sich dann, dass man dann seinen Hunger stillen kann. Aber da wird man, glaube ich, eher zuckersüchtig. Okay. Okay, ich glaube, ich lege mir jetzt echt eine Farm zu. Wir haben jetzt genug Samen, würde ich sagen. Wo wollen wir sie denn zulegen? Ich möchte hier um mein Haus herum eher hier so eine Tierfarm machen. So bei mir draußen wie hier bei den Schafen. Wobei, das können wir hier eigentlich auch machen. Wir können ja hier unsere Schafzucht machen oder sowas. Ein riesiges Gehege oder sowas. Und da können wir hier anbauen. Mit diesem See hier integrieren. Oder vielleicht auch umkehren, was weiß ich. Oder, ja, ich glaube, das mache ich eher umgekehrt. Dann mache ich hier die Schafe. Und da die ganzen Lebensmittelzucht-Dingsbums da. So, jetzt brauchen wir erstmal Erde. Haben wir Erde? Wir haben 8 Stück. Das reicht nicht. Zack, dann machen wir noch die 7 Minuten ein bisschen Erdkloppen. Und dann geht es im nächsten Part los mit der Höhenerkundung. Versprochen. So, ich glaube, ich habe das schon im letzten Part versprochen, oder? Da habe ich ein Versprechen gebrochen und das macht mir nicht. Naja, falls ich es im letzten Part gesagt habe, dann tut mir echt leid. Tut uns leid. Okay, die Erde müsste reichen. So. Wir wollen es ja so ebnen, ne? Das ist ja so passt. Also, wir müssen hier vielleicht noch ein bisschen Erde hinkloppen. Bis nach da hinten. Aber zuerst möchte ich hier was machen, damit wir gleich anfangen können mit der Getreide. Mit dem Getreideanbau. Und das Gehege kommt auch weg. Das war ja auch nur so Improvisation da, damit wir die Schafe schnell einfangen konnten und damit sie nicht ständig in unserem Haus herumtollen, wie die Wilden. Ne, ihr Schafe. Ja, ich rede mit dir. Ja, meh, genau. Allerdings passt es dann mit dem Meer nicht so ganz. Ich glaube, das mache ich doch weg. Dann mache ich hier vielleicht eine Senke und dann durch die Ebene komplett so anpassen. Ja, dass es eins niedriger ist und nicht statt ein. Statt 1 hoch. Anscheinend hat mich jetzt niemand verstanden. Ich mache das jetzt so, dass es eher 1 niedriger aussieht und dann 1 hoch. Ach, egal, vergesst das, was ich gesagt habe. Ich mache das einfach jetzt 1 niedriger, die Ebene. So, warum nicht gleich so? Und hier haben wir noch ein Hühnchen. Warum haben wir keine Schaufel? Es ist keine Schaufel, das gibt's doch nicht. So, hier gönnen wir uns jetzt eine Eisenschaufel. Jetzt müssen wir. Ah, wir haben ja noch ein paar Sticks. Und Höhlengeräusch. Zack, 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 zack. Meh, ja, du hast es erfasst. So, machen wir jetzt einfach mal die ganze Erde hier wieder weg. Warum habe ich mir jetzt da extra 2 Schaufeln dafür gemacht? Egal. Komm, machen wir hier jetzt ein bisschen was weg. Das, was wir gerade eben platziert haben, kommt jetzt sofort wieder weg. Das war echt eine vorbildliche Verschwendung von Anwendungen einer Schaufel. Machen wir einfach mal die komplette Ebene hier weg. Dam, 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 dam. Komplette Ebene. Scheiße, was mache ich da? Weg. Nein, da, hier. So. Dam, dam, dam. Mitnehmen. Ich nehme die Erde mit, weil ich Erde brauche und das alles gerade aussehen soll und schick aussehen soll und bla bla bla. Keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll. Jede Silbe in jeder Silbe, die ich spreche, kriege ich Erde hinzu. Oh mein Gott, ist das spannend.
Ach Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Hallo, willkommen bei diesem LP und so, hier sehen wir einen Typen, oder ihr seht hier einen Typen, der gerade ein bisschen Erde, mit einer Schaufel abholzt, oder was weiß ich. Naja, ich glaube, ich könnte es ja wieder mit Themen probieren, aber mir fallen nie Themen ein. Und wenn ich etwas anfangen möchte zu erzählen, weiß ich nicht so viel darüber oder kann ich so viel erzählen. Das ist ja das Ding. Ich glaube, das müsste passen. Jetzt erkennt man total, dass unser Haus eins zu hoch ist. Ja, du könntest ja so machen. Dann passt immerhin vom Äußeren gesehen her. Dam, dam, dam. So. Und das sieht auch irgendwie falsch aus. Was machen wir denn da? Wir können ja da so eine Art Eingang bauen, so eine Art Terrasse. Können wir ja auch so Half-Steps bauen. Dann würde die Treppe bzw. die Rosen passen. Was ist das? Achso, das ist von unserem Keller dort noch, genau. Weh, ihr büchst aus. Dankeschön. Gut, dann machen wir mal das Holz weg. Dam, dam, dam. Was denn? Was willst du? Ich hab nichts. Tut mir leid, ich habe nichts. Oh ne, bald soll es on. Der schreibt mich wahrscheinlich gleich an. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen. Ich will hier arbeiten. Lass mich in Ruhe. Nicht wegschubsen. Dankeschön. Nicht wegschubsen. Nicht wegschubsen. Bleib weg. Danke. Ach, das ist meine Lieblingsmusik aus der Playlist. Eine echt schöne und sanfte Melodie. Minecraft. Und jetzt bauen wir unser Haus aus, das wir damals in Part 1 gebaut haben. Und wir haben ein volles Inventory. Erstmal Sachen ablegen. Und weitergehen. Alles wegkloppen. Und alles dann wieder aufbauen. Ja, so. Und dann hier ein Stamm hin. Hier brauchen wir Stein, Dinger, Ziegel. Scheiße, was soll das? Ha, was hab ich denn genommen? Oh mein Gott, sieht der schäbig aus. Ich glaube, da mache ich das Holz komplett weg. Wo sind die? Wo sind die Steinziegel? Da sind die Steinziegel. Ich nehme sie aus der Truhe hier raus. Raus und platziere sie an dem Ort, wo sie sein sollen. Und ich singe echt scheiße. Ich weiß, aber ist mir egal. So, das kommt weg und das kommt auch natürlich weg. Jetzt kommen hier da noch ein paar Steinziegel hier. Nein, okay, okay. Aber es macht so viel Spaß zu singen. Keine Ahnung warum. Nein, du! Ein Schaf ist ausgebüxt. Ein Schaf ist ausgebüxt. Es ist entkommen aus meiner Tierzucht. Es will nicht mehr mein Haustier sein. Wir müssen es wieder einfangen, bevor es fliehen kann. Wo ist unser Schaf geblieben? Da vorne rennt es herum. Es freut sich sicher, dass es wieder frei auf Fuße ist. Komm jetzt wieder her. Ich brauch Getreide, um es einsammeln zu können. Ich brauch Getreide, ich hab hier Weizen. Jetzt komm her. Komm her, Schaf. Komm her. Komm her. Schaf. Schaf. Komm rein. Und ihr könnt euch gleich vermehren. Dankeschön.
So, und du bleibst jetzt da, mitsamt deinem Kitty. Gut, und dann würde ich sagen, ich beende den Part jetzt und dann geht es im nächsten Part weiter mit einer Höhlenerkundung. Dann machen wir unser Haus hier noch, nehmen die untere Ebene fertig und ja, dann geht es weiter mit einer Höhlenerkundung. Versprochen, bis zum nächsten Part, servus. Albträume.